My Friends, meine Freunde, vielen, vielen Dank für die ersten 100 Abonnenten. Dankeschön, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mich so unterstützt habt in der ganzen Zeit. Vielen, vielen Dank. Und nein, ich bedanke mich nicht nur bei euch, sondern auch bei ein paar engeren Freunden, wohl eher gesagt bei ein paar YouTuber-Kollegen. Und dazu habe ich hier mal ein kleines Special für euch. Es gibt da so ein paar kleine YouTuber, die sollte man doch mal ins Auge nehmen. Zuallererst ein guter YouTuber-Kollege von mir, TatisTV. Sollte man mal unter die Lupe nehmen. Er ist nicht so oft online, er macht auch nicht ganz so viele Videos wie ich, aber dafür sind sie immer sehr lustig und sehr amüsant. Wir schauen mal kurz rein in sein neuestes, Destiny 2. Er spielt immer viel mit seinen Freunden und er trägt auch immer eine Mütze. Wahrscheinlich hat er keine Haare auf dem Kopf. Ich weiß es nicht. Ihr seht schon, die Schnitte sind sehr geil. Hintergrundmusik ist auch immer vorhanden. Oh, wenn ihr Abbruch, oh Gott. So Leute, kommen wir zu Nummer 2. Das ist der ALXX. Er ist Call of Duty Spieler. Er erzählt ziemlich viel. So eine kleine Labertasche. Hat mittlerweile schon 716 Abonnenten. Ich finde ihn ganz cool. Er macht seinen Job richtig gut, muss ich sagen. Er hat doch richtig was drauf in Call of Duty. Er erklärt auch immer schön alle Waffen. Auch da schauen wir mal kurz hinein. Leute, wir kommen zu Nummer 3. Das ist Black Sheep TV. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Er macht eigentlich ziemlich coole Videos. Hat sehr, sehr viele Videos von Alien Isolation gemacht. Habe ich eigentlich auch total gefeiert immer. Jetzt zur Zeit gerade spielt er Gravewood High. Also in dem Spiel muss man sich immer ein bisschen bedeckt halten. Sich eigentlich eher verstecken und so ein paar Rätsel lösen. In der Schule. Ich feiere die Videos auch immer total. Schaut auf jeden Fall mal bei Black Sheep TV rein. Nummer 4 ist Effner 13. Mein absoluter Favorite. Einfach nur darum, weil wir den gleichen Content machen. Er halt nur auf einer anderen Art. Ich spiele halt FIFA online. Er macht halt FIFA Spielerkarriere. Leute, FIFA 22 Spielerkarriere macht er. Und er macht nicht einfach nur irgendeine Spielerkarriere. Nein, er macht eine Live-Karriere, meine Freunde. Wenn ihr nicht wisst, was ihr euch darunter vorstellen sollt, das ist eigentlich ganz einfach. Ganz normalen Karrieremodus in FIFA 22, verbindet es aber gleichzeitig mit seinem eigenen Leben. Oh, komm, der. Oh, Männer, jetzt mal ein bisschen Ruhe. Das ist eines der wichtigsten Spiele dieser Saison und ich möchte von euch volle Konzentration. Jeden Einzelnen. Das ist nicht irgendein Spiel, das ist Derby. Hier geht es um alles. Hier geht es nicht darum, ob wir einen Pokal gewinnen, hier geht es nicht darum, die Meisterschaft zu gewinnen. Hier geht es um Ehre. Ehre und Stolz. Die Aufstellung wird sein wie immer. Leute, habt ihr zugehört? Die Aufstellung wird sein wie immer. Ich bin die üblichen Verdächtigen, ihr wisst Bescheid. Also, Jungs, wir packen das. Achso, und Effner, Trainer, du spielst heute im linken Mittelfeld. Das gibt es nicht. Will der mich verarschen? Als ich davon gesprochen habe, dass ich im Mittelfeld spielen möchte, habe ich nicht gesagt, linke Mittelfeld. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben noch nicht ein Derby gewonnen, ne? Das wird sich heute ändern. Da jetzt schon los. Halte die Position. Sehr geil, Leute. Ich feiere seine Videos auf jeden Fall immer sehr, sehr doll. Könnt ihr euch merken, Effner Nummer 13. Er macht eine Spielerkarriere über Hansa Rostock jetzt gerade. Schaut ruhig mal bei ihm vorbei. Ihr seht es selber, 194 Abonnenten hat er gerade. Ich denke, er würde sich auch über die 200 freuen. Genauso wie die ganzen anderen. Und zu guter Letzt, meine Freunde, einer meiner ersten Abonnenten, muss ich wirklich sagen, vielen Dank dafür, Otto Normalo. Er ist wirklich mit einer meiner allerersten Abonnenten gewesen. Wir haben uns auch so schon ein paar Mal geschrieben. Er zockt auch viel, aber er testet sehr, sehr viel. Und er hat eigentlich so ein News-Kanal, macht er eigentlich, in meinen Augen. Er erzählt euch immer viel. Ihr seht es hier selber schon, das große PlayStation ABC, Ghost Recon, Frontline, eFootball und noch mehr. eFootball im Test. Update für die Xbox, Demos für die PS5. Also er testet wirklich viel und informiert eher darüber. Ist eher so ein Informationskanal. Aber den solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich finde den mega geil. Und er macht nicht nur PS5 oder Xbox oder sonst dergleichen. Er macht alles. Kann man sich dann auch sparen.
Zocken könnt ihr die Trilogie auf PC und allen gängigen Konsolen, wie erwähnt sogar auf der Switch. GTA San Andreas ist im Game Pass enthalten. Warum nicht Vice City? Und GTA 3 soll im Dezember über PlayStation Now spielbar sein. Auf der Nintendo Direct vor einigen Wochen angekündigt, ist das Expansion Pack nun verfügbar. Wollt ihr in Zukunft auch N64 und Sega Mega Drive Titel auf eurer Switch spielen, kostet die Einzelmitgliedschaft 39,99 € im Jahr. Also Leute, ihr seht das schon selber, Otto Normalo heißt der Kanal. Einer Informationskanal, darf man nicht vergessen. Cooler Typ eigentlich, er erzählt richtig schön, ich höre den richtig gerne zu und ich schaue auch richtig gerne seine Videos. Otto, vielen Dank für dein Abo damals. So, meine Freunde, das sollte auch gewesen sein zur kleinen Vorstellung für meine Abonnenten. Wie gesagt, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für meine ersten 100 Abonnenten. Und euch habe ich mal so ein paar kleinere YouTuber gezeigt, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Lasst ein kleines Abo für die Leute da. Ich freue mich, die Leute freuen sich. Und ihr kriegt auch gleichzeitig nochmal einen anderen Content geliefert. Und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut.